Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Gianna Sisters Twisted Dreams. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid, denn wir befinden uns hier im Endspurt sozusagen. Wir haben nur noch insgesamt 3 Level zu schaffen und da wollen wir auch gar nicht lange zögern und springen direkt hinein in den Grollgraben. Da bin ich mal sehr gespannt, was uns hier erwarten wird. Wieder einmal ein schon öfter gesehenen Startbildschirm, so mitten im Wald, nicht wahr? Da begrüßt uns auch schon freundlich die grüßende Hand da oben. Oder so ähnlich. Ja, ich muss natürlich erstmal wieder ganz kurz ein bisschen reinkommen, ne? Ihr wisst ja, man kommt ja so schnell aus der Übung und irgendwie gibt es hier gerade sehr viele Teufel. Muss das so sein? So, mal ganz kurz ausruhen. Ich hoffe, die Flut hier hat gerade ein bisschen nachgelassen. Ich würde natürlich schon mal ganz gerne schauen, ob es denn hier oben nicht noch irgendwas gibt. Mal ganz kurz hier so hoch. Nee, da kann man auch nicht stehen bleiben. Schade. Aber es sieht ja... Oh, das sieht ja schon geil aus da hinten. So eine Mine. Hat ja auch schon was Feines, muss ich sagen. Mal schauen, ob wir da auch noch reinkommen in einer Art Mine. Aber ich denke mal schon, hier beginnt es ja auch quasi. Uah. Was bitte? Es beginnt hier ja schon, wollte ich sagen. Uah. Nein, 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 nein. Geht doch alle weg. Aber, ja, ist aber wirklich nett, dass ihr wartet. Huch. Ist das denn so richtig? Nicht, dass ich mir hier irgendwie den Weg verbaue, selbst. Aber scheinbar ist das alles noch korrekt. Ja, und jetzt befinden wir uns hier tatsächlich in einer Mine. Auch mal ein nettes Setting, muss ich sagen. Und da steigt auch schon wieder das Wasser. Ist ja natürlich wieder eine ganz geile Sache hier. Njam, njam, njam. Da hatte ich den... Huch! Da hatte ich den Stacheln ja doch ein bisschen mehr zugetraut. Was rede ich denn da eigentlich? Ich wollte natürlich sagen, da hätte ich gedacht, dass die Stacheln nicht ganz so lange drin bleiben. Eieieiei, mal ganz schnell ein bisschen in Sicherheit bringen hier. Ach Mensch. Also die Speicherpunkte, die sind ja dann doch irgendwie immer weiter voneinander entfernt, nicht wahr? Das heißt, wir werden es wohl leider erleben... Na, komm jetzt, geh rein da. Das heißt, wir werden es wohl dann leider erleben, dass wir bestimmte längere Abschnitte wohl dann doch wiederholen dürfen. Ich meine, hier kommt man ja aber auch hoch. Kommt man denn dann auch nicht... Nee, schade. Huch! Nein! 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 Ach Mensch, also das Wasser, das steigt ja wirklich immer weiter. Das ist ja ein Scheiß. Das heißt, wir befinden uns hier wirklich... permanent unter Zeitdruck. Und ich muss hier quasi meine ganzen Skills auspacken. Deshalb bin ich jetzt gerade auch mal ein bisschen schweigsamer. Natürlich drehen sich die Scheißdinger andersrum, wenn man die Welt wechselt. Ach, mein Gott. Es geht ja schon wieder richtig, richtig, richtig gut los hier, muss ich sagen. Aber unverdrossen wollen wir hier weitermachen. Nur, dass irgendwie gerade das Spiel bei mir ein bisschen ruckelt. Das ist ja nicht ganz so toll gerade. Wenn das nicht besser wird, dann muss ich einfach nochmal die Aufnahme beenden. Das hilft nichts. So, und... Diesen einen Diamanten, den lasse ich da jetzt einfach mal versauern. Huch, ich lasse einfach noch ein paar mehr Diamanten versauern. Ist ja auch nicht weiter schlimm, ne? Das verzeiht ihr mir bestimmt. So. Na komm, Meisterlampe. Okay, das Wasser steigt aber nicht noch höher, oder? Oh, ich dachte schon, ein Glück. Zack, einmal so.
dann auch nochmal auf die olle Mistkröte hier. Gibt es da oben noch irgendwas? Das hätte ja fast ein Speicherpunkt sein können, die Kiste. Nein, aber hier, sehr schön, darauf habe ich gewartet. Das heißt, uns erwarten jetzt, ja, erneute Todesfallen natürlich. Uahaha. War das so beabsichtigt? Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Aber doch, ich denke schon. Tschüss. Ja, ich wollte ja auch eigentlich nur die Diamanten da unten rausholen. Alter, Leute. Ach, Mist, hat mir das Ding dann doch noch einen kleinen Scheitel gezogen. Okay, okay, ich weiß schon, was Sache ist hier. Willst mich fertig machen? Und du schaffst es auch. Mann, ey. Und nochmal. Ja, Leute. Ich glaube, das wird in den nächsten Leveln auch nicht besser. So, und... Und jetzt müssen wir hier runter. Alles klar. So, ja, komm doch mal her, du Ball. Und abwärts geht die Reise. Auf diesen netten, freundlichen Arm hier. Die helfende Hand sozusagen. So, dann muss ich mal ganz kurz schauen. Natürlich. Ich bin aber auch ein Vollidiot. So. Einfach mal fröhlich. Und da klingelt auch schon das Telefon. Na, so ein Mist aber auch. Da kann ich jetzt natürlich nicht rangehen. Ja. Und ja, dafür sterbe ich einfach nochmal. Das ist natürlich auch was Feines. So, Telefon hat sich auch wieder beruhigt. Da war ich natürlich schon ein bisschen abgelenkt, um das mal als kleine Entschuldigung hier anzubringen. So, jetzt wollen wir also nochmal hier hinunter. Lassen nochmal die nächste Kugel vorbei. So, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nur du und ich. So, jetzt aber. Nein, natürlich so nicht. Ach Mensch, Mensch. Ich bin aber auch total unkonzentriert heute. Das gefällt mir nicht. Also einfach nochmal mit ein bisschen mehr Konzentration. So, einmal hier runter, nochmal den Ball vorbeilassen. Ich würde ja am liebsten schon wieder auf die beiden... Na, jetzt komm doch mal runter hier. Auf die beiden Diamanten irgendwie scheißen, aber es geht mir ja schon ein bisschen gegen die Ehre sogar. Na also, ich weiß auch gar nicht, warum ich die Welt da oben ständig gewechselt habe. Irgendwie hatte ich so ein Gefühl, dass das da oben gelbe Diamanten wären. So, geht's denn da unten noch irgendwo weiter? Nein, da wartet auch der Tod auf uns. Ja, es ist eine sehr freundliche Mine hier. Das ist wirklich auch wunderbar für Erlebnistouren gedacht. Hier kann man auf jeden Fall was erleben. Und zwar sein blaues Wunder, wenn man das möchte. Eieiei. Das sind aber wirklich große Pflanzen und Stacheln. So, ganz egal, wir haben hier einen Speicherpunkt und wir kriegen eine Bubble. Dann wollen wir da mal gleich wieder nach oben düsen. Ja, danke schön. Einmal durchlassen. Und ganz sanft und sachte wieder hinunter. Eieiei, also die Steuerung, die Steuerung ist wirklich vom Allerfeinsten. Es ist wirklich, ach, Mistvieh. Ist wirklich ein Pläsier hier, das Ding zu steuern. So, jetzt haben wir die beiden umgebracht. Egal, wir haben ja hier noch genügend Kaugummis. Dann wollen wir hier mal langsam weiter. Ganz langsam hier hoch und langsam wieder runter.
So, was ist hier oben? Nichts. Ein bisschen Staub, der da rumflirrt. Und dann geht's hier weiter. Ich weiß gar nicht, wo wir hier jetzt hinkommen. Vielleicht ja irgendwann doch zum Erdkern. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich mir diesen Speicherpunkt holen. Ja, und einmal hier durch, bitte. Ah, ich werde schon wagemutiger. Ich merk's. Der Pfeil sagt, wir sollen nach oben, aber da geht's doch noch zur Seite lang. Da möchte ich natürlich doch mal schauen. Möglichst ohne zu sterben. Und hier haben wir gleich noch ein paar schöne Diamanten für uns. Und da oben geht's auch noch hoch. Hallo? Hallo? Was ist denn hier alles? Wären wir sonst da lang gekommen? Oder wie? Oder was? Ah ja, also wahrscheinlich dann von da unten hier hoch. Das war also... Ah, Moment mal, da oben scheint es doch auch noch lang zu gehen. Ich wage es einfach mal. Nee, okay. Ja, wir sind dem Tode geweiht. Das war klar. Das sah aber wirklich aus, als würde es da oben noch weitergehen. Irgendwie vielleicht noch ein Geheimgang im Geheimgang oder so ähnlich. So, lass mich mal vorbei hier. Ich bin hier zuständig. So, dann einmal ganz gemütlich hier lang und da lang. So, ah, hier sind wieder süße Knuffelhasen. So, müssen wir leider umbringen, nützt ja nichts. Hier kommt man auch nicht hin. Gut, dann teleportieren wir uns mal. Und zwar, oh mein Gott. Aber das kriegen wir auch noch hin, mit einem Speicherpunkt sogar. Das freut mich sogar noch mehr. Ich möchte aber auch mal kurz schauen, ob man hier unten hinkommt. Nein, okay. Dann schnappen wir uns jetzt unser Schutzschild. Und da ist ein Diamant. Ein Diamant. Das heißt, wir müssen da runter. Das sehe ich jetzt schon. Aber das kriegen wir hin. Ja, irgendwie kriegen wir das hin. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Fragt sich nur, wie. Wir könnten auch da lang, aber da unten ist doch auch Wasser, ne? Man sieht das nicht. Das ist richtig gemein, dass man da nicht sieht, dass da unten Wasser ist. Ne, da unten geht es nämlich auch noch weiter. Und ich fürchte fast, wir müssen dann doch einfach da lang. Weil es vielleicht von da aus da runter geht, ne? Wisst ihr Bescheid, was ich meine? Alter Schwede, jetzt kriegt euch doch mal ein hier. Wie soll ich denn... Aua, nein, das wollte ich nicht. Weg. Und ich denke immer, die Viecher führen mich irgendwo hin. Dabei führen die einen nur direkt in den Tod da oben. Toll, haben wir unser Schutzschild also schon wieder verloren. Das heißt, der Tod steht nicht... was? Steht kurz bevor, wollte ich sagen. Hier oben ist aber auch nichts. Das heißt, wir warten mal wieder ganz kurz. Ach ja, natürlich. Oh Gott, wie schnell rollen die Teile denn? Das ist ja Wahnsinn. Okay, also nochmal das Spielchen. Ja, und gleich nochmal hier fast am Sterben. So, und einfach machen wir das so, indem wir einfach in die Taube fliegen. Dann haben wir das Ganze auch einfach schneller hinter uns. Es ist aber auch... Die kommen aber auch schnell angeschissen, wa? Ist schon ein bisschen eklig. So, einmal kurz abpassen hier. Oh. Ja, genau abgepasst. Das war genau die Absicht, die ich verfolgt habe. Geht doch mal weg hier alle. So, dann haben wir schon mal jetzt die Teile hinter uns gelassen.
So, hier kommen die Dinger ganz schnell angerollt. Das ist echt Mist. So, aber das haben wir geschafft. Alter, ihr habt doch wohl eine Macke. Was habt ihr euch denn hier gedacht, ey? So, okay, Moment. Nein, ich vergesse immer, dass die Dinger andersrum drehen, wenn man die Welt wechselt. Ist doch einfach nur... Ja, ach komm. Ist doch einfach nur gemein. So, dann haben wir das jetzt auch mal ein bisschen schneller hinter uns gebracht.